Hallo und herzlich willkommen bei Born to Pflege. Gleich darf ich auch meinen Gast Monika Hammerla begrüßen. Du kennst sie schon aus der letzten Folge, diese dynamische und kompetente Dame, deren Herz für die Betreuungskräfte und gute Betreuung schlägt. Und sie wird dir heute eine erschreckende Zahl nennen, nämlich nur 2 von 26 Betreuungskräfte sind mit ihrer Arbeitssituation zufrieden. Das sind weniger als 10%. Sie wird dir auch sagen, warum das so ist und was Betreuungskräfte brauchen, damit sie wieder mit mehr Antrieb und mehr Elan sich um ihre anbefohlenen Bewohner kümmern. Deswegen, wenn du gespannt bist, was sie erzählen wird, dann bleib bis zum Ende dran. Teile diese Folge mit deinen Kollegen und Kolleginnen und lass uns ein bisschen Liebe da, Daumen hoch oder 5 Sterne. Los geht's wie immer nach dem Intro. Nur 2 von 26 Betreuungskräften sind mit ihrer Arbeitssituation zufrieden. Und was vielfach zu dieser Unzufriedenheit gehört, sind arbeitsferne Tätigkeiten. Und ich bin froh, dass die Frau Hammerla heute bei mir wieder zu Gast ist. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Ich freue mich auch. Genau. Und Sie werden uns heute einige Gedankenanstöße mit auf den Weg geben, warum Betreuungskräfte oft demotiviert sind oder aus ihrem Arbeitsverhältnis wieder austreten. Mhm. Und ich glaube, das wird, da wird es ein paar Augenöffner dabei haben. Ja, gerne. Gut, dann starten wir los. Viele Betreuungskräfte sind mit ihrer Arbeitssituation oder mit dem, was sie tun, nicht zufrieden. Woran liegt es? Ja, es liegt häufig an der Unwissenheit in der Führungsebene. Oft ist nicht bekannt, was im Curriculum steht, also in welchen Bereichen Betreuungskräfte ausgebildet werden. Und die werden sehr gut ausgebildet. Im Alltag, gut, es kann mal brennen. Und wir haben im Moment schwierige Situationen, das weiß ich auch. Aber es kann nicht sein, dass eine Betreuungskraft nur mit der Spülmaschine zu tun hat, ja? Mhm. Und kaum noch zu den Menschen kommt. Und ja, artfremde Tätigkeiten. Meine Betreuungskräfte, die haben mir Praxisberichte geschrieben. Und eine Betreuungskraft, die musste nur einkaufen für das Haus. Also die andere hat regelmäßig die Autos des Chefs gewaschen. Das war also das, okay. Ja. Ja, und dann, es verschwimmt immer so. Die, ja, schlimmsten Fall werden die Betreuungskräfte genötigt, Essen mit einzugeben oder Toilettengänge zu machen. Und wenn da keine Vorbildung da ist, dann wird's gefährlich. Das ist also, ich bin Fachkraft und da wäre ich immer vorsichtig, weil der Schluckakt ist ein so komplexer Vorgang und der tritt in einer späten Phase der Demenz immer ein oder bei Schlaganfallpatienten. Und da muss die Essenseingabe, das muss eine Fachkraft machen, fundiert und richtig. Ja, ja, und das ist eben, es ist schade, weil es kann, könnte anders laufen. Aber woran liegt denn das Ihrer Ansicht nach, dass Betreuungskräfte für andere Zwecke missbraucht werden? Woher kommt der? Ja, es gibt oftmals keine richtigen Betreuungskonzepte. Die sind den Betreuungskräften auch nicht bekannt. Oder wenn ich darum bitte, dass man die Betreuungskonzepte anschaut und bespricht, dann werden die nicht rausgerückt. Also die sind vielleicht ja handgebastelt oder aus dem Internet, ich weiß es nicht. Also es liegt an einem fundierten Betreuungskonzept, aus Fachlichkeit, die Leitung der sozialen Betreuung, die sollte das erstellen im Team. Und aus diesem Betreuungskonzept leiten sich die Angebote im Haus ab. Was bieten wir an? Wo zeigt sich das im Alltag?
Das war für mich auch bei der Heimaufsicht immer, immer wichtig. Gibt es ein Konzept, gibt es ein Betreuungskonzept? Ich habe es mir angeschaut und dann konnte ich ableiten, was läuft denn überhaupt wochenweise und so weiter und so fort. Und wenn dann nichts umgesetzt wird oder eben anders, dann müssen wir drüber reden, ja. Okay, jetzt kann ich mir natürlich schon, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Wenn es für etwas kein Konzept gibt, dann werden Leute eben für andere Tätigkeiten eingesetzt. Ja, den kann ich mir gut vorstellen. Was müssten denn jetzt Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen oder die Leitung der sozialen Betreuung da machen? Oder was für eine Lösung sehen Sie denn da? Naja, es gibt den nationalen Expertenstandard Beziehungsgestaltung. Mhm. Und da sollte ja die Situation der Menschen mit Demenz verbessert werden, dass dieses personenzentrierte Arbeiten, ja, oder wie kann ich Wohlbefinden erkennen, das ist DCM, mhm, ja, also Demenz Care Mapping fließt damit rein und ich muss die Krankheitsbilder kennen und die Medikamente und so weiter und so fort und diesen Hut hat die Leitung auf, ja. Also die Hausleitung, die Einrichtungsleitung muss ich erst mal wünschen. Im Haus ist es mir zu unruhig. Was können wir da ändern? Und da kann man an verschiedenen Schrauben drehen. Und dieser Prozess der Implementierung, halbes, dreiviertel Jahr, ein gutes Jahr mit motivierten Mitarbeitern, weil die merken ja auch, dass es schwierig ist. Ja? Und wenn da ein Instrument an die Hand gegeben wird, sind die oft dankbar. Und die Betreuungskräfte, das sind die kleinsten Rädchen. Ja? Aber die brauchen auch ihren genauen Aufgabenkreis. Ich hatte in einem großen Haus in unserer Gegend, da hat der Pflegedienstleiter, der hat zu mir gesagt, sag mal, kannst du nicht einmal zur Schulung kommen? Unsere Betreuungskräfte, die laufen mit Körbchen durch das Haus, aber ich weiß gar nicht, was sie machen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, schauen wir uns doch mal das Konzept an. Was, ja? Und da konnten wir wirklich vieles regeln. Es war positiv, ja. Okay. Also gut, wir brauchen ein Konzept für die Einrichtungen. Ja, den habe ich jetzt gelernt, weil wenn ich kein Konzept habe, dann weiß ich nicht, für was ich da bin. Mhm. Sie haben es in unserer vorangegangenen Folge schon mal erzählt, es muss eine Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften und Betreuungskräften stattfinden. Wie nehmen Sie das denn gerade so wahr, diese Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Professionen? Also meine Schüler, ich habe im Moment wieder eine sehr angenehme Klasse, die sagen, ja, wir sind da, aber die laufen an uns vorbei oder es findet eine Gruppe statt. Zack, kommt Schwester Susi rein und wühlt im Inkontinenzbereich herum oder zieht eine Spritze auf. Das geht nicht. Ja, das ist keine Wertschätzung. Und das vorher absprechen und diese Regeln müssen klar sein. Die Pflegekräfte denken oft, naja, die Betreuungskräfte setzen halt ein bisschen rum, die singen ein bisschen. Aber der Umgang mit Menschen mit Demenz ist Schwerstarbeit. Ja? Und das haben sie gelernt und eben abgestuft. Und da wünsche ich mir einfach, dass mehr kommuniziert wird. Mhm. Bestenfalls darf eine Pflegehelferin oder Fachkraft mal in der sozialen Betreuung mitlaufen. Das ist sehr wirksam. Ja? Mhm. Die merken dann, holla, holla, da geht's ja nach einem bestimmten Prinzip und das folgt ja einem klaren Ablauf. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn ein Konzept vorliegt, dann hebt es die Wertschätzung der Betreuungskräfte. Weil wenn die nur zum Ballspielen und Singen da sind, dann werden sie eher abschätzig betrachtet. Aber wenn ein Konzept da ist,
Ja, und dann die Kompetenz dazu kommt. Ich glaube, dann begegnen sich Pflegekräfte und Betreuungskräfte eher auf Augenhöhe. Also so stelle ich mir es vor. Ja, das ist wirklich so. Also wenn jeder von den anderen weiß, ja, und in einer Schongruppe bei Menschen mit einer fortgeschrittenen Demenz, da ist es nicht mehr wie ein bisschen Ball oder Luftballon oder spazieren gehen. Das ist ein ganz kleines Zeitfenster. Und das darf ich als Betreuungskraft, ich muss es ausfüllen, ja, bis hin zur Einzelbetreuung. Und je mehr Pflege- und Betreuungskräfte voneinander wissen, das wird sehr gut. Und das ist ein schönes Arbeiten. Würden Sie dann auch sagen, dass es wichtig ist, dass Betreuungskräfte beispielsweise in der Übergabe oder bei Fallbesprechungen dabei sind, um mehr Informationen zu kriegen? Also ich habe einmal in der Woche mit meinen Betreuungskräften sogenannten Blitz gehalten, eine halbe Stunde. Da ist alles eingeflossen. Natürlich, wenn aktuell was war, ist es sofort mitgeteilt worden. Und die Betreuungskräfte sind auch angehalten, bei Veränderungen einen Bericht. Ja? Mhm. Nicht jeden Tag, eine halbe Stunde, da fehlen sie wieder. Ja? Aber ich war in der Betreuung, ich war als Leitung der Betreuung immer in der Übergabe und ich habe es meinen Betreuungskräften mitgeteilt. Mhm. Und was ich sehr sinnvoll fand, ich habe nach unserer Übergabe mit der Pflege ein kurzes Protokoll geschrieben. Und das Protokoll, da war alles drin, was die Betreuungskräfte betrifft, was die Hauswirtschaft betrifft, was die Pflege betrifft. Und der Verteiler war die Leitung, Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung. Mhm. Und jeder hat es gelesen, die Fehlerquote sank. Und dann kam auch so ein Aha-Effekt. Ach so, ja, mhm. Und das war auch arbeitserleichternd. Plötzlich wussten alle so voneinander. Also davor ist es schon passiert, dass die Familie Müller kam mit drei Torten und sagt, na, wir wollen doch heute mit der Oma Geburtstag feiern. Keiner wusste Bescheid, ja, weil es irgendwo und solche Sachen. Ja, ja, ja. Ja. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass Menschen Freude daran haben, wenn sie was können, und Spaß darin haben, wo sie ausgebildet wurden. Und Sie haben es vorhin erwähnt, jetzt werden Betreuungskräfte oft zu Tätigkeiten herangezogen, in denen sie nicht ausgebildet wurden, in denen ihnen das Wissen und Können fehlt. Da kommt ja dann automatisch Unsicherheit und wahrscheinlich auch Angst mit dazu. Wirkt das nicht auch demotivierend? Ja, es frustriert. Über kurz oder lang fragen sich die Betreuungskräfte, was soll ich denn da? Ja, jetzt muss ich schon wieder. Oder ich darf nicht fachgerecht Gruppen betreuen, ja, weil es nicht bekannt ist. Mhm. Und ich muss natürlich als Leitung auch sehen, und das betrifft alle Ebenen, ich muss die Begabungen, die Vorlieben meiner Mitarbeiter, ich muss sie fördern. Mhm. Aus dem Pflegebereich ist es ja ganz häufig bekannt, Schwester Susi kommt aus dem Mutterschaftsurlaub und gerade ist die Stelle für die Hygienefachkraft frei geworden. Und dann wird entschieden, die Susi macht Hygienefachkraft. Okay. Das macht sie eine Weile, aber es entspricht nicht ihren Vorlieben und ihrer Motivation und das geht nicht gut. Anders, genauso ist es bei Betreuungskräften. Ich hatte eine super Betreuungskraft, die kam aus dem Büro, zuverlässig, klug, aber die konnte nicht validieren. Mhm. Ja? Also habe ich es tunlichst vermieden, sie in die Schongruppe zu geben, weil die war dann immer so Oberlehrerinnenhaft und das hat nicht funktioniert. Mhm. Ja. Die hat sich mit den relativ Fitten, die hat die Gruppen gut durchgeführt, die war zuverlässig, die hat kreative Plauderstündchen durchgeführt. Das hat gut funktioniert.
Ja, und da konnte ich sie auch loben. Und das ist auch die Wertschätzung geben. Und dann ist es so eine positive Spirale, weil jeder versucht wirklich sein Bestes zu geben. Und gerade in der Lebensmitte, wenn ich mich für einen anderen Arbeitsbereich entscheide und ich werde gelobt und sehe, ja, das kann ich. Und ja, die Leitung sieht es auch. Dann wird es gut. Ja, es wird einfach positiv. Ja, ich glaube, ein Führungsinstrument von Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen kann schon auch die Wertschätzung sein. Ja. So aus Ihrer Erfahrung, vielleicht eine Frage so zum Abschluss, für was möchten Betreuungskräfte gelobt werden oder wertgeschätzt werden? Oder wie sieht Wertschätzung gegenüber Betreuungskräften aus? Also Wertschätzung ist erstmal gesehen werden. Ja? Mhm. Jeder Mensch möchte gesehen werden und gelobt werden, ja? Wenn es gut läuft. Nicht falsch. Und das ist einfach wichtig, dass man das hervorhebt, was gut läuft, auch vor den Angehörigen oder im Rahmen eines kleinen Festes. Mhm. Und das hebt einfach das Selbstwertgefühl und motiviert wieder. Und das brauchen wir. Wir brauchen motivierte Fachkräfte, Betreuungskräfte, Einrichtungsleitungen, alle. Ja, gesehen werden. Gesehen werden. Ja, ich glaube, das ist der springende Punkt. Als Pflegedienstleitung oder Einrichtungsleitung mich nicht in mein Büro zurückzuziehen, sondern unterwegs zu sein auf den Wohnbereichen. Sie ertappen dabei, wenn sie was gut machen, oder? Genau, das kriegen sie ja unmittelbar mit. Und also ich als Leitung war immer im Team mit. Ich war auch am Wochenende da und ich hatte eine ganz geringe Krankheitsrate, weil mein Team hat gewusst, wenn es brennt, ich bin da. Und auch das Positive gespiegelt. Und wenn mal was nicht so gut war, dann auch spiegeln, das gehört auch dazu. Aber ich war immer im Tagesgeschehen dabei. Und natürlich hatte ich Bürotage, das muss auch sein. Aber im Alltag mitlaufen. Und da bekommen sie einfach diese ganzen Stimmungen mit und können sie auffangen, ja, oder beruhigen oder ja. Frau Hammerler, vielen herzlichen Dank. Es war mir ein inneres Glockenläuten, mich mit Ihnen zu unterhalten und auch Ihnen zuzuhören. Weil Sie, also das, was ich für mich gemerkt habe, war, Sie sind an der Basis dran, aber Sie sind nicht so nah dran, dass Sie, also Sie schweben auch ein Stück weit drüber. Sie schweben drüber und Sie sind nah dran und dann verbinden Sie das beide miteinander und das finde ich cool. Das gefällt mir auch. Das merkt mich auch an. Frau Hammerler, wir von Bonn zu Pflege, ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie noch ganz viele Schüler, Betreuungskräfte fort- und ausbilden können und dass Sie von dem, was in Ihnen brennt, ich glaube, das beschreibt es am besten, das, was in Ihnen brennt, dass Sie damit andere auch entzünden können. Vielen Dank. Ich schule übrigens auch Geronto-Fachkräfte. Ah, okay, dann kann man mal auf der Homepage vorbeigucken bei Ihnen. Ja. Also vielen Dank, Herr Gross, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ja. Alles Gute Ihnen. Tschüss. Danke, tschüss. Das Auto des Chefs putzen? Nur Einkäufe für die Bewohner erledigen? Das ist zwar alles schön und nett und dem Chef gefällt es bestimmt auch, wenn sein Auto sauber ist. Nur ist es tatsächlich das, wofür Betreuungskräfte nach 43b ausgebildet wurden? Wir wissen alle wohl eher nicht. Deswegen bin ich so froh, dass Frau Hammerler uns darauf aufmerksam gemacht hat und vielleicht für die eine oder andere Einrichtung hier den Finger auch in die Wunde reingelegt hat. Wie wäre es, wenn sich die Pflegedienstleitung und die Leitung der sozialen Betreuung zusammensetzen und ein Konzept ausarbeiten. Ein Konzept, das den Bewohnern entspricht und auch den Fähigkeiten der Betreuungskräfte. Damit der Wert und der Sinn der Aufgaben von Betreuungskräften wieder in den Mittelpunkt kommen.
wenn ihr euch ransetzt. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und vor allem viel Spaß dabei, weil dann wird es ein cooles Konzept. Macht's gut, ciao!